Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ich habe mir mal gedacht, wir bauen heute mal eine Live-Hopfen-und-Malz-Webcam mit dabei. Allerdings seht ihr da gerade aktuell nicht viel. Ich kann immer dann noch dazu sagen, sie saßen eben noch oben drauf auf dieser Fliese oben, die ich oben auf das Häuschen gelegt habe. Es ist nämlich auch für sie etwas warm natürlich. Klar, sie haben ziemlich viel Fell und deswegen ist es für sie natürlich relativ warm. Und deswegen habe ich da so eine kleine Fliese oben drauf und das bedeutet, ja, dann können sie da oben so ein bisschen abkühlen. Aber jetzt haben sie sich gerade entschieden, sich mal reinzulegen ins Häuschen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Das ist so das, was sie den ganzen Tag über eigentlich tun. Sie schlafen, sie kommen raus, sie essen, sie trinken, sie legen sich wieder hin. Und den nehmen wir mal ganz kurz eben mit. Wir wollen natürlich gleich noch die Party-Magier testen, die Party-Magier sind da. Die will ich natürlich gleich unbedingt testen, aber zunächst einmal brauchen wir noch ein paar Pokale. Ich will wieder in Legend hoch. So, wie machen wir das denn jetzt mal am geschicktesten? Ich habe eine Idee. So, 1, 2. Zack, ihr hinterher. Während ich mal drauf achte, was Hopfen und Malz denn da so schönes tun da vorne. So, das hat aber schon mal nicht ganz funktioniert. Wobei, wenn ich den Single Inferno noch kriegen würde, wäre das ja zumindest nicht schlecht. Kriegen wir den noch? Kriegen wir den Single Inferno noch? Nein, kriegen wir nicht, oder? Ganz knapp. Ganz knapp. Ach, ich habe keinen König. Ich habe keinen König. Das hätte ich mal noch dazu sagen müssen. Beziehungsweise ist mir gerade erst aufgefallen, dass ich keinen König habe. So, Königin ist da unten unterwegs. Wir räumen schon mal eben ein bisschen auf. Gladi, komm. Gladi, kümmere dich um die Luftabwehr, bitte. Bitte, bitte, Gladi, 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 Gladi. Ja, hat sie. Leider nicht mehr den Single Inferno. Das ist ein bisschen schade. Jetzt muss ich mal da eben schon einen hinsetzen. Ist aber auch egal. Wir müssen auch noch ein bisschen farmen eigentlich, aber ich brauche nur noch Dunkles, denn wir haben ja alle Mauern fertig und ich gucke immer mit so einem Auge, gucke ich immer auf diese Webcam drauf. Ja, es ist gerade nicht so ganz so spannend, aber bald kommt auch mal wieder ein bisschen Spielrunde mit den beiden und bald sind sie vor allem auch im richtigen Alter, damit sie dann in den großen Spielraum dürfen, denn am Anfang ist es bei den Kleinen nun mal noch so, Dankeschön. Ja, am Anfang ist es bei den Kleinen noch so, dass sie ihre Kräfte noch nicht so ganz einschätzen können und dann laufen sie sich halt im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode oder beziehungsweise sie können es da nicht so richtig kontrollieren und das wollen wir ja nicht. Und ich werde keinen zweiten Stern holen übrigens. Das weiß man jetzt schon, das ist glaube ich schon durch. Außer es passiert noch wirklich ein Wunder. Oh, es könnte... Nein. Leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Der eine Feger, der ist mir zum Verhängnis geworden. Warte mal, wir werden den Giftzauber mal eben noch wegschmeißen. So. Damit ich den nicht noch doppelt ausbilde, auch wenn er mich dann irgendwie 100 irgendwas kostet, ist mir egal. Oh, ich glaube, der Sound ist auch... Ich weiß halt nicht, ob der Sound zu laut ist. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt an Sound aufnimmt. Nimmt er überhaupt was an Sound auf? Ich habe keine Ahnung. Ich höre das nicht gerade. Ich habe die Boxen aus an meinem PC. Ich nehme ja am iPad auf. Das werden wir später sehen. Aber zur eigentlichen Sendung, zum eigentlichen Thema, man kann doch auch... Kann man die anfragen? Kann man die beiden anfragen? Die Party-Magier kann man nicht anfragen. Von daher ist es vollkommen egal, was ich jetzt anfrage. Weil wir mit den Party-Magiern etwas vorhaben. Und zwar wollen wir mit den Party-Magiern den goldenen Drachen zerstören. Das ist etwas, worauf ich mich schon gefreut habe. Da sind sie. Es funkelt, es funkelt, es funkelt. Und wie lange sind sie da? Sie sind 20 Tage da. Oh Gott. 20 Tage, 13 Stunden. Das ist doch schon mal super, 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 super. Also, die müssen benutzt werden. 7 Party-Magier müssen benutzt werden. Dann baue ich doch mal 7 Stück aus. Nehme noch mit für den Angriff gleich. 1, 2, 3. Ein paar Hexen auf jeden Fall noch. 6 Stück. Und ein paar Bowler. Das sieht doch noch einer gut. Die Taktik sieht vielversprechend aus, Leute. Die sieht wirklich vielversprechend aus. Wir warten jetzt mal ab. Wie viel haben wir denn? 224 von 280. Haben wir hier noch was Cooles? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier noch was Cooles? Haben wir. Ausbildungsschub ist das nächste. Okay, das kann ich nicht... Das kann ich nicht fertigstellen. Das kann ich noch nicht fertigstellen. Wir warten mal eben kurz ab und dann... Ja, vielleicht lassen sich die beiden ja nochmal blicken. Ich könnte sie ja mal rauslocken, aber das ist auch das Problem. Wenn ich sie jetzt rauslocke, dann muss ich ja aufstehen, muss ich zum Käfig laufen und dann, ja, sind sie halt da vorne und sind sie, dann bin ich ja nicht mehr hier am Mikrofon. Das ist auch ein Problem dann. Na gut, da würde ich mal sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann werden wir gleich mal angreifen. Und zwar den goldenen Drachen werden wir versuchen auseinanderzunehmen mit den Party-Magiern. Bis gleich.
Okay, wir sind wieder da und ich bin bereit, 70 Magier zu opfern dafür, für diesen kleinen Spaß. Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. So, meine Stimme mal eben schnell wieder richtig in die Bahn kommen und jetzt können wir loslegen. Drachenhöhle, goldener Drache, da ist er drin, der Kleine, und wir gucken mal. Da wird er natürlich jetzt erst einmal die ein oder andere Skelettfalle wahrscheinlich auch noch kommen. Okay, jetzt, gebt ihm. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert jetzt? Wie schnell die den rösten? Alter, der hat gar keine Chance. Der hat ja nicht den Hauch einer Chance. Der kleine Fratz. Ach, die Partymagier. Ich will übrigens auch noch ein Video machen. Partymagier gegen Magier. Aber da muss ich erstmal gucken, wie sich denn das überhaupt gestaltet mit den Stats. Moment. Partymagier. Ich werde jetzt alle noch loswerden. Als wäre es ein Testangriff. Als müsste ich das nicht bezahlen. Aber ich meine, sie kosten Elex und ich habe genug Elex. Ich brauche kein Elex mehr und... Ja, holt euch noch ein bisschen was, meine kleinen Freunde. Holt euch noch was. Wir machen gleich auf jeden Fall noch einen Angriff hier mit. Keine Sorge, das ging ja echt schneller als erwartet. Da konnte man ja nicht mit rechnen, dass die Partymagier jetzt plötzlich hier alles auseinanderreißen. Warte mal. Meine lieben Freunde, wir werden das jetzt mal nachgucken. Und zwar, gucken wir uns jetzt mal an. Wie viel hat er denn? 345 Schaden und 184 Trefferpunkte. 345 und 184. Oh, das sind ja Unterschiede. Moment. Hoffentlich logge ich mich jetzt nicht in dasselbe Konto ein. Werde ich hundertprozentig. Ja, der Klassiker. Man hat verschiedene Accounts und in welchen Account loggt man sich natürlich ein? Immer in den, ja, wo man es nicht braucht. Aber es geht jetzt. Also, ich habe jetzt auf meinem einen Handy, habe ich jetzt den Partymagier öffnen. So, Moment, kleine Fratz. Wobei auf dem anderen Account habe ich den nicht maxed. Mal eben gucken. Oh doch, hier habe ich ihn maxed. Dann gucken wir uns mal den Magier an. Also, Partymagier hat 324 Schaden und 172 Trefferpunkte. Und er hier hat 230, die Kosten sind gleich, Ausbildungszeit ist gleich. Ansonsten ist er schneller, der Partymagier. Der hat 24 Geschwindigkeit und der hier hat nur 16 Geschwindigkeit. Au, oh, das wird spannend. Kann ich wen angreifen? Fragezeichen. Dann testen wir die Armee nämlich mal eben aus. Auch wenn ich leider keinen König habe, das ist ein bisschen blöd. Ja, der fehlt doch. Allerdings habe ich noch nicht ansatzweise genug Dunkles zusammen, um ihn danach wieder schlafen zu legen. Er soll ja auf Level 75 gehen. Er ist noch nicht ganz so alt. Er ist gerade mal 70. Da ist noch Luft nach oben. Er soll, 75 mal irgendwann werden. Also, kurzer Cut. Ich werde mal eben warten. Entweder erbarmt sich jemand. Ah, doch, ich brauche doch noch Elex, fällt mir gerade ein. Ich brauche noch Elex für das Labor. Da brauche ich allerdings auch noch Dunkles. Für den Hund und noch 11,2 Millionen für den Felsenwerbefer. Okay, da hat sich jemand erbarmt. Und ist wieder weg. Dum, dum, dum. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Okay, da tut sich übrigens was. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig zu sehen auf der kleinen Kamera. Ich habe ja jetzt halt, wie gesagt, die Webcam reingemacht. Und das ist halt ein bisschen schwieriger. Ihr müsst das mal so verstehen. Nein, ich habe übrigens die falschen Truppen. Oh nein. Der Klassiker bei Testspielen. Ich habe die falschen Truppen. Also, um nochmal darauf zurück. Oh, da ist er, der Kleine. Da guckt er raus. Da ist er. Also, wenn ich da eine Kamera. Flop zur Seite. Wenn ich eine Kamera in dieses Gehege reinmache, dann wird sie angeknabbert. Die knabbern alles an. Die knabbern alles an, was man in diesen Käfig reinmacht. Deswegen man in den Käfig auch nichts reinmachen sollte, was nicht sicher ist. Also ist da im Endeffekt alles aus Holz, weil sie das anknabbern dürfen. Und halt ihr Essen, ne? Und halt so eine Trinkpulle und so weiter, das können sie auch alles nehmen. Aber wie gesagt, da darf halt kein Plastik drin sein oder sonstige Geschichte, keine Kabel, halt nichts, wo sie sich verletzen könnten oder was ihnen dann irgendwie Schaden zufügt, wenn sie es halt anknabbern oder essen wollen. Und deswegen wäre es jetzt halt ein bisschen problematisch, ich würde meine Spiegelreflexkamera da reinhalten, denn sie würden die Linse anknabbern oder die Kamera und das wäre für beide Seiten natürlich nicht ganz so gut. Und ich glaube, Queen ist weg. Nein, du bist nicht hinten. Na gut. Oh doch. Ja, sie ist wieder da. Jetzt endlich mal. So. Tut mir leid für die Umstände, aber es ist der Klassiker bei Freundschaftsspielen, du nimmst die falsche Armee und dann hast du den Salat. Das ist natürlich... Das ist nicht gut.
Ich habe kein Erdbeben. Ich habe keinen Mauervernichter. Ich habe im Endeffekt... Ja, im Endeffekt habe ich gar nichts jetzt hier. Das macht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch tatsächlich am Ende den... Na, wir nehmen den Felsenwerfer. Denn was soll ich tun? Wir haben ja keine Wahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Partymagier. Oh, die geilste Truppe. Na, die geilste Truppe nicht. Aber eine sehr coole Truppe. Das auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Ich hätte natürlich irgendwie gehofft, der Felsenwerfer würde jetzt irgendwie ein bisschen was kaputt machen. Das macht er jetzt nicht. Leider. Er hat noch keine Mauer kaputt gemacht. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber nun gut. Und der Feger ist natürlich auch noch da. Und kümmert sich um den Rest. Und ich habe auch gar keine... Ach, da draußen sind auch noch ein paar Trübskis. Unterwegs. Na, interessant. So, das können wir auch noch freezen. Der Felsenwerfer lebt immer noch. Aber für eine 12er Base, die ist so gut. Die ist so gut, diese Base einfach nur. Also für 12er echt fast schon unmöglich, die mit 3 Sternen zu versehen. Das ist einfach so. Ja gut, klar, als 13er. Es ist nicht so ganz so schwierig, weil ich ja, wie gesagt, auch eine Maxed Gladi habe, eine Maxed Königin habe, eine Maxed Warden habe. Truppen sind Maxed und so weiter und so fort. Das macht es ja natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich bin mal gleich im Multiplayer gespannt, wie wir uns da so schlagen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich dich angreifen durfte. Und jetzt gucken wir mal. So. Gerade noch mal eben in die Kamera reingeguckt. Nö, da tut sich jetzt gerade gar nichts mehr. Ja, warte mal. Ich brauche die Erdbebenzauber. Wo sind sie? Da sind sie natürlich nicht gut. Moment, die brauche ich gar nicht mehr. So, eins, zwei, weg. Und das dahin. Und jetzt sind wir ready to go. Naja, das ist... Die Base, wie gesagt, die Base ist echt stabil. Und mehr noch als stabil, die ist echt super. Aber wie gesagt, als 13er mit Max-Truppen, das ist ein bisschen problematischer. So, den nehme ich aber mal mit, würde ich mal sagen. 30 Pokale, wobei, nee, wir wollen ja auch ein bisschen Loot haben, oder? Ja, so ein bisschen dunkles, 4700, die sieht jetzt nicht ganz so krass aus. Ja, ist halt wieder so eine Ringbase, ne? Ist halt wieder so eine Ringbase, das bedeutet, wir laufen erstmal außen rum, machen außen alles kaputt und ja, den Rest, da kümmern wir uns dann später drum. Das ist der Plan, dass wir gar nicht jetzt, wir versuchen jetzt erst gar nicht in die Mitte reinzugehen. Wir lassen uns den Rest für gleich. So. Außen schon mal 2, 3 Stück gesetzt. Damit die Bowler alle in die... Zumindest damit die Bowler jetzt alle in die Mitte reinlaufen. Das ist jetzt der Plan. So. Ah, ich konnte beides auf einmal freezen. Das ist natürlich auch gut. So. Ja. Mein lieber Freund, da ist... kannst du mal schön Tschüss sagen jetzt gleich. Beziehungsweise das Rathaus wird noch überleben, aber der Rest... Der geht kaputt. So, oh, das Rathaus? Oh, das Rathaus geht auch kaputt, mein Freund. Da hast du jetzt aber Pech gehabt. Dass ich jetzt hier dich so überrolle. Oh Gott. Okay, dann gehen wir jetzt von da noch vor. Lass uns auch noch was übrig. Ja, das war mal gut. Also der Angriff. Oh Gott, die Queen, die war kurz vor knapp. Mein lieber Mann, ey. Die war echt kurz vor knapp. Die Ballons sind da noch unterwegs. Das Katapult hat echt eine Reichweite, unglaublich. Alter Schwede. Das Katapult hat aber auch eine Reichweite. Mein Gott. Das haut aber auch rein. Aber ich bin zufrieden. Das war ein guter Angriff. 83% ohne König. Haben wir noch was übrig? Nein. Die Partymagier. Wo sind die Partymagier? Sind alle kaputt? Die Partymagier sind alle kaputt. Ein paar Hexen leben noch. Oh, der eine Bowler rettet uns noch, hä? Ja, der eine Bowler rettet uns tatsächlich noch. Ein bisschen Elex ist noch da. Ein bisschen Gold ist noch da. 91%, das war richtig solide. Das war einfach mal richtig solide. Och, die sind immer noch am Schlafen da drin. Ja. Ich könnte mal was ausprobieren. Sie wissen immer, wenn sie ein Leckerchen bekommen, wenn diese Leckerchendose, wenn ich damit so rüttle, dann sind sie meistens immer ziemlich aktiv. Nur dann muss ich halt, ich stehe gleich mal auf und rüttel zumindest mal einmal dran. Und dann werden wir mal sehen, ob sie sich dann zumindest mal einmal rühren da drin oder nicht. Will ich allerdings jetzt auch nicht übertreiben, weil sie sollen ja schlafen. Das ist ja bei den Tieren so, es sind nachtaktive Tiere, von daher sollen sie ja tagsüber auch ihren verdienten Schlaf bekommen. Dann können sie sich gegen Abend bzw. gegen Nachts dann austoben, die kleinen Fratzels. So,
Wir nutzen jetzt aber mal eben ganz kurz die Zeit und ich habe es eben auch vergessen. Wir brauchen ja eigentlich, ja, Elex-Truppen. 1, 2, 3, 4, okay, Moment, die noch, 15 Stück. Wir nehmen 5 Packer mit und Rest nehmen wir Magier mit. Oh, das wird auch eine gute Taktik. Go-Wipe, aber Party-Go-Wipe. Das wird ein Party-Go-Wipe. Das wird auch interessant. So, Felsen, ne, warte mal, den habe ich schon. Das passt soweit. Muchas. Muchísimo grazie. Das ist, glaube ich, gar kein richtiges Wort. Oder gar kein richtiger Satz. Aber egal. Ich werde jetzt mal warten. Warte mal. Wir haben noch einen Angriff. Kiwi gegen die 10. Gucken wir mal ganz kurz, was er so treibt. Ja, ja. Clankrieg ist auch noch am Start. Was macht er da unten? Er räumt auf. Er hat Elektrodrachen. Das wird interessant. Warte mal, ich lasse es mal eben ganz kurz laufen. Ich gehe mal eben ganz kurz und hole mal eben ganz schnell die Snacks. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Bis gleich. Au, au, da hat sich was getan. Und zwar guckt da ein Hinterteil von jemandem aus dem, ja, aus dem Häuschen raus. Während Kiwi noch zugange ist, sein Killsquad hat schon ordentlich aufgeräumt und wir gucken mal eben ganz kurz noch den da. Also, ciao, ciao, ciao. Ja, gibt's sonst noch irgendwen, der mich herausgefordert hat? Nein, hat er glaube ich nicht. So, wow, da oben. Die Loons? Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so passiert. Der Warden wurde sehr früh gezündet. Er hat noch den Felsenwerfer übrig. Die Frage ist, was macht er noch mit dem Felsenwerfer? Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, jetzt gleich noch... Ja, es wäre sinnvoller gewesen, er hätte noch einen Zeppelin oder so. Das ist, Ciao. Ist er heute eine bisschen Italiano? Nein, Kiwi, nix gut. Hole bitte noch den Rathaus. Dankeschön. So. Was heißt Rathaus auf Italienisch? Moment, das muss ich mal nachgucken. Rathaus Italiano Rathause. Das Rathaus. Il Municipio de Il Comune. Ach stimmt, das hätte ich mir auch. Ich habe lange genug in Italien Urlaub gemacht. 20 Jahre meines Lebens. Das hätte ich wissen müssen. Il Comune. Das ist, glaube ich, so verwaltungstechnisch der Ausdruck. Il Municipio, ciao, ist down. Il Municipio ist down. Ciao. Ja, allora, ciao. Man muss immer seine Freunde lischen, ja? So. Er ist dabei und 84%. Ein bisschen mehr noch. Ich bin gleich mal so gespannt, wie das ausgehen wird mit dem Party-Magier, wenn wir sie wirklich mal nicht alle jetzt gleich auf den Drachen draufschicken oder nur ein paar. Nur ein paar. So. Und los geht's. Also, warte mal. Wir locken den mal eben raus. Wir locken ihn jetzt nach oben. Da läuft er. Man sieht es schon, er ist schon schnell auf jeden Fall. Es sind auch geringfügig Fallen unterwegs. Komm, wir locken den Rest an Fallen auch mal eben raus. Es sind ja kaum Fallen da, oder? Also, es leckt vor allem. Warum leckt mein iPad? Aufgrund der 1 Milliarde Fallen, die da sind? Liegt das am Partymagier? Es kann nur am Partymagier liegen. Alter. Okay. Was ich jetzt mal eben machen muss, ich muss jetzt zumindest mal eben ganz schnell, zumindest die Skelettfallen mal eben entsorgen. Die sind jetzt gleich weg. Hoffentlich. So. Partymagier gegen Drache. Oh Gott, der kann sich ja gar nicht wehren. Die sind echt nicht schlecht. Die sind wirklich nicht schlecht. Wo fliegt er hin? Hä? Wo bist du denn gerade hingeflogen, Kollege? Wo bist du denn gerade hingeflogen? Oh, jetzt. Oh, weg. Oh, noch mal ein paar? Alter, das ging diesmal schnell. Wir müssen jetzt mal ein bisschen tricksen. Ich hab noch 39 Stück. Aber, Alter, das Spiel ist echt überfordert mit dem Partymagier. Das ist unglaublich. Das Spiel ist überfordert mit dem Bart. Der Drache weiß gar nicht mehr, wo er hingucken soll. Der Drache weiß überhaupt nicht mehr, wo er hingucken soll. Es ist unglaublich. So. Ein bisschen Spaß noch, oder? Machen wir noch ein bisschen was weg. Ich meine, man denkt immer, das muss ich ja nicht bezahlen im
diesem Modus, aber man muss es ja doch bezahlen und ich habe gerade 70 Magier, 70 Party-Magier und 4 Freeze, ein Wut und ein, ja, ein Gift verschwendet. Aber es war es mir wert. Also, dann würde ich mal sagen, das war die Episode. Ich weiß nicht, ob das. Ah, nein, stimmt, ich habe ja noch versprochen. Wir locken sie mal eben noch. Moment. Also, jetzt muss ich mal eben umdrehen. Noch tut sich nichts. Schlafen alle? Hallo? Moment. Ja, sie sind einfach zu durchschaubar. Das wollte ich noch mal eben einmal zeigen. Sie kriegen natürlich gleich auch noch ihren Snack, aber oh, guck mal, der ist so müde. Die Äuglein fallen schon zu, er ist schon kurz vorm Einschlafen und hat er sich auch verdient. Der Kleine. Da ist er. Der ist echt, also, wird mich jetzt nicht... Oh, jetzt legt er sich wieder hin. Legt er sich wieder zu seinem Brüderchen da hin und schläft. Also, jetzt sieht man nur noch seine Seite. Sucht er sich eine bequeme Position zum Schlafen und legt sich hin. Also, da würde ich mal sagen, entweder bis später oder bis morgen. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, vergesst nicht, den Creator-Code einzugeben. MBF und dann bis später. Tschüss.